Also mein Name ist Atina Trakas, Arnus hat mich gerade schon vorgestellt, ich arbeite beim Open Geospatial Consortium. Wir sind die Leute, die offene Standards machen. Ich sage immer, wir machen die Standardseite, unser Logo ist blau, das ist technisch. Die Open Source Software Leute, die sind grün, das ist das OS Geo Logo. Und jetzt kommt noch seit geraumer Zeit, sind die offenen Open Data, offenen Daten mit dabei. Das sind alles drei unterschiedliche Dinge und die sollte man tunlichst auseinanderhalten, nicht vermischen. Alle drei arbeiten aber auch sehr gut zusammen. Also wir werden auch oft gefragt beim OGC, was ist denn eure Meinung zu Open Data? Da haben wir keine Meinung zu, weil jede Organisation, jede Behörde, jede Verwaltung, jede Firma hat eine eigene Strategie, hat eine eigene Idee, was sie mit ihren Daten machen soll. Wir sagen immer, das Wichtige ist, dass der Zugang zu den Daten interoperabel funktioniert. Ja, ich habe es vermutet. Also genau, Zugang zu Daten ist wichtig und damit das funktioniert, brauchen wir Standards, also allgemeingültige Schnittstellen, die Interoperabilität ermöglichen. Beim OGC geht es um Interoperabilität. Also wir haben eine Vision und eine Mission, das macht man gerne so. Wir wollen also eine Informationswelt schaffen, wo Geoinformationen, Geodienste, Geodaten über Netzwerk, Applikationsgrenzen hinweg verteilt werden können und bereitgestellt werden können. Und das soll auch passieren, ohne dass jetzt der Arbeiter der User von Software wissen muss, was im Hintergrund passiert. Das machen die Softwarehersteller oder die technischen Leute in der Verwaltung. Und wir wollen eben auch ein Informationsforum oder ein globales Forum sein für die Entwicklung, Förderung und Harmonisierung von offenen und frei verfügbaren raumbezogenen Standards. Ich habe noch eine Folie, also zum Beispiel der OGC Web Map Service, das ist ein Standard von uns, den kennen wahrscheinlich die meisten von euch. Kurz ein paar Worte zum OGC. Ich habe auch noch am Donnerstag einen Vortrag, wo ich ein bisschen detaillierter in das eine oder andere Thema eingehe. Also wir feiern dieses Jahr 20-jähriges Jubiläum und wir sind eine Non-For-Profit-Organisation, konsensbasiert. Also es ist nicht, dass wenn eine Mehrheitsentscheidung stattfindet, dann läuft es so, sondern wir wollen tatsächlich einen Konsens erarbeiten, weil Ziel bei den Standards ist es ja, dass alle davon profitieren. Es ist auch so, wir sind members-driven, also es ist jetzt nicht so, dass ich als Angestellte vom OGC sage, ja, ich finde jetzt, sollten wir den Standard entwickeln, sondern unsere Mitglieder entscheiden, welcher Standard entwickelt werden soll. Wir haben momentan 470 Mitglieder und das Interessante ist, die kommen aus der öffentlichen Verwaltung, von Behörden, also von also auf lokalem hoch zu nationalem Level, also die öffentliche Verwaltung, wir haben die Industrie macht mit und Forschungseinrichtungen und der wissenschaftliche Bereich. Also das ist ganz gut, wir haben also einerseits die User, dann die Technologiehersteller und der wissenschaftliche Bereich, die zusammenarbeiten. Wir haben über 35 Standards und die sind in Softwareprodukte implementiert und der Foliensatz steht auch zur Verfügung. Ich werde den noch ein bisschen ausarbeiten. Wer dann Interesse hat, kann dann noch weiterlesen. Es gibt ein sehr schönes Video, das zeige ich jetzt nicht. Wir haben nicht ganz so viel Zeit und ich glaube, die Fragen nachher sind wichtiger. Was ist das OGC? Um was geht es? Hier ein paar Beispiele. Also was die OGC-Standards machen, die ermöglichen eben das Geospatial Web, sagen wir immer. Also wie HTTP der Klingelton für das World Wide Web ist, sind eben die OGC-Standards für das Geospatial Web da. Das habe ich schon erwähnt, wir arbeiten im Konsensprinzip. Wir haben einen formalisierten Standardisierungsprozess, also wir haben ein Programm, ein Standardsprogramm, wo in verschiedenen Arbeitsgruppen die Standards entwickelt werden. Und wir haben
ein Prozess, das nennt sich das Interoperability Program. Da gehen wir dann her und zum Beispiel, wir haben eine sehr aktive meteorologische und hydrologische Community, die nehmen dann existierende OGC-Standards und schauen, passt das für unsere Anwendungen, was für unsere Fragestellungen. Und die machen dann in 3 oder 4 Monaten in Pilotprogrammen, schauen die, ob das funktioniert oder nicht. Also zum Beispiel gibt es ein Interoperability-Experiment für Oberflächenwasser. Da werden dann verschiedene OGC-Standards genutzt. Und die Ergebnisse aus diesen Pilotprojekten, die werden ins OGC zu den entsprechenden Arbeitsgruppen zurückgemeldet. Und dann wird gesagt, gut, vielleicht brauchen wir ein Profil, das speziell unsere Anforderungen oder unsere Anforderungen entspricht. Ein bisschen was zur Geschichte. Ich habe gesagt, wir feiern dieses Jahr 20-jähriges Jubiläum. Und ja, wenn man zurückschaut, sind die Roots vom OGC auch in der Open-Source-GIS-Welt zu finden. Anfang der 90er Jahre, da gab es das GRAS, also wahrscheinlich kennen die meisten von euch die Software, in Interagency Steering Committee, und die haben festgestellt, was wir die ganze Zeit machen, das ist eigentlich gar nicht arbeiten, sondern wir konvertieren die ganze Zeit, dass die Daten miteinander kompatibel sind. Das kann nicht sein, dass wir einen Großteil unserer Arbeitszeit darauf verwenden, zu konvertieren. Da müssen wir irgendwas machen. Wir brauchen Interoperabilität. Wir müssen schauen, wie wir das hinkriegen. Und dann gab es eben die Open GRAS Foundation. Da war Sol Katz und Carl Reed, der ist heute noch beim OGC tätig, und noch ein paar andere Leute, die haben sich zusammengesetzt und haben gesagt, okay, lasst uns Standards entwickeln und lasst uns gucken, wie wir das entwickeln können. Und 1994 wurde dann das OGC gegründet, damals noch Open GIS Konsortium. Das fällt halt alles sehr schön mit der Zeit des Internets zusammen. Wir machen Web-Services, und direkt von Anfang an haben wir gesagt, wir machen offene Standards, weil ein Standard, der proprietär ist, wer nutzt den? Also das Ziel ist, die Standards rauszustellen, die Standards sind für alle zugänglich, sie müssen keine Lizenzgebühren entrichten, sondern sobald ein Standard von den OGC-Mitgliedern verabschiedet ist, gibt es den auf unserer Webseite und der kann runtergeladen werden. In, ich glaube, 2001 hat sich das OGC umgenannt als Open Geospatial Consortium, weil es nicht mehr nur um GIS geht. Und als dann 2006 die OSGEO gegründet wurde, es besteht schon immer eine sehr enge Verbindung zwischen der Open Source Software Welt und der offenen Standards Welt. Also die Open Source Software, die Hersteller, die implementieren sehr schnell OGC-Standards, und haben wir gesagt, gut, wenn es auf der technischen Ebene gibt schon die Verbindung, dann müssen wir das auch auf organisatorischer Ebene machen. Und es gibt ein Memorandum of Understanding zwischen dem OGC und der OSGEO, und das kann man auch, es ist nachlesbar oder einsehbar auf dem Wiki der OSGEO. Die Idee ist halt wirklich, dass man sagt, ganz viele Referenzimplementationen für OGC-Standards kommen aus der Open-Source-Welt, sind von OSGEO-Projekten, und da müssen wir einfach enger zusammenarbeiten. Und wir, also OGC und OSGEO, haben auch gesagt, wir müssen wirklich schauen, dass wir enger zusammenarbeiten, dass wir den Zugang zu den jeweiligen Arbeiten ermöglichen, und genau. Und dieses MOU besteht jetzt schon seit mehreren Jahren und wird auch genutzt, und es gibt gute, positive Effekte. Wie ich schon erwähnte, Standards müssen aus unserer Sicht offen sein, weil proprietäre Standards einfach auch den Nachteil haben, wenn sie auf proprietäre Standards setzen,
dann sind Sie in der proprietären Architektur gefangen. Das mag gut sein, wenn Sie nur in Ihrem Umfeld arbeiten, aber sobald es darum geht, Daten auszutauschen und in unserem Geobereich müssen wir das einfach machen, dann, ja, ich würde sagen, führt kein Weg an offenen Standards vorbei. Konnte man das lesen? Fallschirme funktionieren am besten, wenn sie offen sind. Ach so. Das ist mit Standards genauso. Die funktionieren am besten, wenn sie offen sind. Ist ein bisschen dunkel. Deswegen. Ach so, ja gut. Ich habe jetzt noch... Das ist unsere Webseite. Da sieht man also, was wir für verschiedene, also wir sind im Bereich Flugsysteme, dann 3D-Infrastrukturen, Stadtplanung, Business Intelligence, Defense und Intelligence, also Geodaten, da kommt man leider auch nicht ums Militär rum. Und es gibt einfach, sehr viele Bereiche, in denen wir tätig sind. Ich wollte jetzt hier noch eins. Das sind die Programme des OGC. Wie schon erwähnt, also das Interoperability. Das Interoperability. Das Interoperability Program. Dankeschön. Was ich vorhin erwähnte, wo dann das kann zum Beispiel auch sein, dass die öffentliche Verwaltung hergeht und sagt, Ich würde eigentlich gerne eine Ausschreibung machen, aber bevor ich jetzt irgendwie mir 5 oder 10 Anbieter einlade, mache ich das im Rahmen von einem Interoperability-Programm vom OGC. Das sind die sogenannten OGC Web Services Testbeds. OWS 10 läuft gerade und das ist ein ganz interaktives innovatives Szenarien. Und da wird sehr viel Arbeit geleistet. Das ist das Interoperability Program, das Specification oder das Standards Programm. Da wird die tatsächliche Arbeit gemacht. Da gibt es zum einen die Domain Working Groups. Wie ich vorhin schon erwähnte, Hydrologie oder Meteorologie, dann 3D Information Management. Das sind Diskussionsforen, wo sich Leute treffen und sagen, wie können wir die OGC-Standards für unsere Zwecke nutzen, was können wir machen und was können wir an die Standards-Arbeitsgruppen zurückgeben. Und hier sieht man die Standards-Arbeitsgruppen. Da wird es einfach technischer, da geht es um 3D-Portrayal, ARML steht für Augmented Reality, also wer in dem Bereich irgendwie aktiv ist, kann sich da auch mit einbringen. Die ganzen Themen mit Navigation, mit Internet of Things, das Internet der Dinge, sind gerade sehr aktiv. Hier GeoSIML, das ist ein geologischer Standard. Und in diesen Standardarbeitsgruppen, da wird tatsächlich der... werden tatsächlich Standards entwickelt. Ich gucke gerade, der Stefan Meisel ist? Der ist drüben. Weil wir haben hier auf der Veranstaltung eben auch Leute, die aktiv, also viele Mitglieder von uns sind auch hier auf der Foskis. Und Stefan Meisel ist zum Beispiel, der ist der Moderator oder Chair von der einen oder anderen Arbeitsgruppe. Also das sind Leute, die tatsächlich arbeiten, die man auch kennt, die man ansprechen kann. Ich mache einfach bis um 12 durch. Das ist nichts, was komplett hinter verschlossenen Türen stattfindet. Wir haben ein Compliance-Programm und die Idee ist da, dass man sagt, okay, ich habe eine Software und ich implementiere einen OGC-Standard und ich will schauen, ob der zu 100% implementiert wird. Meine Zeit ist um. Das ist interessant auch im Hinblick auf Inspire. Es gibt in Deutschland ja die Testsuite.de, die nutzen zum Teil Know-how und Technologie, was wir am OGC im Compliance-Programm auch anwenden, weil eben das BKG zum Beispiel Mitglied beim OGC ist, findet einfach eine Kooperation statt.
Also, ich gebe jetzt mal an Arnulf weiter, der hat nämlich auch noch ein bisschen was zu Open Standards, glaube ich. Also das ist ein ganz, im ganz groben Rahmen, was das OGC macht, also offene Standards. Wenn die Standards verabschiedet wurden, können die runtergeladen werden beim OGC kostenfrei, ohne Lizenzbedingungen. Und jetzt gucken wir weiter im Bereich Open mit Open Source Software und offenen Daten. Bitte schön. Dankeschön. Standards behindern doch Innovation. Das ist doch Käse. Wer will schon Standards? Sowas kommt dabei zum Beispiel raus. Das ist von Apple. Das ist so ein Ding, das braucht man, um von dem Apple Notebook auf den Beamer irgendwie das Signal so zu konvertieren, dass das auch ankommt. Und wenn man sich dann neues Apple kauft, dann sieht das hier auch wieder anders aus und dann funktioniert das wieder nicht. Man muss sich ein neues kaufen und ist das jetzt ein Standard oder nicht? Wie hält sich's denn da überhaupt? Oder wenn man im Ausland reist, ne, Steckdose, billigstes Beispiel, passt nicht, geht nicht. Manchmal sogar der Inhalt, dann sind es nur 110 Volt. Unsere Notebooks kommen damit inzwischen klar, aber Standards ist irgendwie super nervig. Und wenn man die Webseite da gerade gesehen hat, das ist ja der Hammer, was die alles machen. Das waren über 60 Arbeitsgruppen. Ich bin in ein paar von denen auch manchmal aktiv. Das ist schon zäh, wenn alle Leute auf der ganzen Welt meinen, zu wissen, wie es am besten funktioniert. Und sie müssen sich aber einigen, weil es funktioniert nur, wenn alle tatsächlich das Gleiche machen. Deswegen gucken wir uns doch vielleicht nochmal die Begriffdefinition im Kontext der Standardisierung an. Es gibt da den Hauptunterschied zwischen de jure und de facto Standards. Ein de jure Standard, der ist zum Beispiel von der International Organization for Standardization oder der deutschen Industrienorm festgelegt worden. Wer kennt die deutsche Industrienorm? Benutzen Sie jeden Tag? A4, wie groß ist das? 297 mal 210 Millimeter. Das ist ein Stück Papier. Und das hat diese Größe, weil die deutsche Industrienorm das so festgelegt hat. Und deswegen müssen wir das alle so machen. Das ist eine Norm, die ist vorgeschrieben, ist gesetzlich verankert. Ein de facto Standard ist eher sowas, was jemand mal gemacht hat und gesagt hat, wir sind so toll, dass wir einfach sagen können, das ist jetzt der Standard. Apple kann das zum Beispiel machen, weil jeder diese Gadgets so toll findet. Also de facto und de jure Standards sind komplett unterschiedlich. Normalerweise spricht man aber eigentlich von, ja, ja, das ist ein Standard. Was für einer das ist, müsste man dann nochmal genau eruieren im speziellen Fall. Die können auch sein proprietär oder monopolistisch, sie können auch sein offen. Und im Idealfall fördern sie die Interoperabilität und folgen auch einer Evolution und Diversität. Inspire Implementing Rules, das ist das, was für uns im Geobereich vielleicht relevant ist, ist zum Beispiel kein Standard, sondern eine gesetzliche Vorgabe auf europäischem Level, die dann von den Nationalstaaten in Nationalrecht umgewandelt werden musste und dann von Leuten umgesetzt werden musste, die gar nicht wissen, worum es eigentlich geht. Und deswegen funktioniert das manchmal nicht so gut. Wo kommen jetzt diese de facto Standards her? Wenn ich nach Pferdearsch und Standard google und gucke mir Bilder dazu an, kriege ich das hier. Und das hat mich zutiefst beeindruckt, weil das exakt die Geschichte eines de facto Standards dokumentiert. Warum, was hat jetzt diese drei Dinge, was haben die miteinander zu tun? Was ist die Breite eines Schienengleises? Woran hat sich das orientiert? An dem davor auf diesen gleichen Wegen unterwegs befindlichen Pferden. Also Pferdearsch, zwei Stück davon, Räder hinten dran, hat man ungefähr die Spurweite einer Bahn. Dann hat man die Bahn draufgesetzt, weil die Bahn da drauf fuhr und die durch Berge fahren musste, hat man Tunnels gebaut. Und welche Größe hatten die Tunnels? Naja, halt was so ein Zug plus 1,50 Meter in alle Richtungen, damit man auch was durchkriegt. Und die Trägerrakete, die das Space Shuttle da hochschiebt, wie breit ist die jetzt? Die einzelnen Segmente dieses Dings müssen auf dem Zug transportiert werden, können also nicht größer sein als ein Tunnel. Und deswegen ist also der Pferdearsch ausschlaggebend davon, wie unser Space Shuttle in den Weltraum geschossen wurde. Finde ich eine schöne Herleitung eines de facto Standards. So, wenn ein Marktführer jetzt so einen de facto Standard angelegt hat, sowas hier, macht er da ein Patent drauf und niemand darf es herstellen, außer er zahlt dem Hersteller dafür auch noch Tantiemen für diese Patente. Das ist dann, wenn man sagt, das ist durch Copyright geschützt. Ich sage geschützt in Anführungszeichen,
Weil wenn man etwas schützen muss, dann ist es nicht gut, sondern man hat eben Macht und kann es deswegen schützen und von den anderen was einfordern. Ich bin nicht so der Fan von monopolistisch proprietären de facto Standards, könnte man jetzt fast sehen. Patente sind auch eine Katastrophe, ist eine ganz schlimme Sache. Wenn Ihnen irgendjemand sagt, Patente sind gut, dann hat er keine Ahnung. Und das ist vielleicht was, was man später auch noch ein bisschen diskutieren kann. Weil vielleicht hat da jemand auch noch eine andere Meinung zu. Der ganze Patent, Copyright und so weiter geht vor allen Dingen in die Richtung, dem Mitbewerb die Nutzung unmöglich zu machen, wenn sie eben proprietär und monopolistisch sind. So, jetzt fast offene de facto Standards, das ist das, was das OGC macht und was wir eben gesehen haben, und das ist super. Wie die dahergekommen sind aus der Evolution, das sehen wir jetzt, wenn wir gleich mal in die Historie von Open Source gucken, wo dieses OGC und die Leute, die da drin arbeiten, wo die eigentlich herkommen. Das ist nämlich dann der richtige Weg, wie man Standards macht, die auch eingesetzt werden können, die auch funktionieren und die auf einer pragmatischen Ebene entwickelt wurden. Naja, meistens wenigstens. Also, behindern jetzt Standards Innovation oder nicht? Die kurze Antwort gibt es nicht. Wie immer, es wird kompliziert. Wir müssen erstmal fragen, welche Standards behindern Innovation? Sowas hier verhindert Innovation, ein offener Standard dagegen nicht. Ein offener Standard fördert Innovationsprozesse, weil die Offenheit dieses Standards bedeutet, dass er bei der Entwicklung schon offen war. Und während der Entwicklung kann jeder mitmachen, der innovative neue Gedanken hat. Ob die Leute sich dann durchsetzen oder ob es trotzdem ein nicht funktionierender, trockener, langweiliger Standard wird, das liegt dann an diesen Arbeitsgruppen. Es kann also schiefgehen, es kann auch gut gehen. Es gibt keine Garantie, nur weil dran steht OGC oder nur weil dran steht, dass es Open Source, dass es deswegen auch gut ist. Das ist ganz wichtig. So, nächstes, was immer wieder mal mir begegnet ist in den letzten Jahrzehnten, Open Source zerstört bewährte Geschäftsmodelle. Um das zu verstehen, müssen wir aber erstmal eine Frage beantworten, was ist denn Open Source, woher kommt das, wer unterstützt das, wann macht Open Source vielleicht keinen Sinn, warum wird Open Source überhaupt bekämpft und was muss ich bei Open Source beachten? Und diese Fragen gehen wir jetzt mal kurz durch. Software mit einer Lizenz, die Ihnen Freiheiten gibt, und zwar die Software jeden Zweck zu nutzen, sie zu verstehen, zu verändern und die Software an jeden weiterzugeben. Wenn diese vier Bedingungen erfüllt sind, handelt es sich um freie Software oder Open Source. Ich benutze das mal synonym, obwohl ich aus einer Zeit stamme, als man sich noch die Köpfe eingeschlagen hat, ob jetzt Open Source oder Free Software der richtige Begriff ist. Inzwischen hat sich das etwas abgekühlt. Free Software, Open Source kann man synonym verwenden. Für unseren Kontext jetzt hier, wenn es dann ins Detail geht, sollte man vielleicht nochmal drüber reden. Aber die Grundprinzipien von freier Software sind diese vier. Und die müssen erfüllt sein, wenn eine Software Open Source oder eben freie Software ist und sich so bezeichnen möchte. Was bedeutet das jetzt? Dafür müssen wir uns die Open Source Entwicklungsmodelle mal angucken. Blenden Sie bitte mal die rechte Seite aus und gucken wir uns an diese hier. Das ist eine proprietäre Motivation, nämlich Gewinn zu maximieren. Geld verdienen an sich ist nichts Schlechtes, wir müssen alle Geld verdienen, aber wenn Geld verdienen der einzige Impuls ist, etwas zu tun, dann ist es vielleicht nicht so gut. Deswegen sieht unsere Welt auch so schlecht aus, wenn man sie sich an manchen Stellen anguckt. Und das ist bei proprietärer Software genauso. Wie funktioniert das jetzt? Die proprietäre Motivation, nämlich den Gewinn zu maximieren, ist durch den Verkauf von Lizenzen zu erreichen. Das ist das Grundprinzip von proprietärer Software. Wir verkaufen Lizenzen, darum geht's. Und um dahin zu kommen, macht man jetzt also erstmal eine Marktanalyse, befragt Glaskugeln, was denn der Kunde in 5 Jahren vielleicht braucht. So lange braucht das, bis man eine neue Software entwickelt hat. Dann hat man diese Software entwickelt. Von einem Entwicklerteam, ich habe das extra mal ein bisschen kleiner gemacht, weil das Entwicklerteam ist eigentlich nur im Weg und stört und ist total überflüssig, weil die wollen ja nicht Software entwickeln, sondern die wollen Lizenzen für die Software verkaufen. Das heißt, der Softwareentwicklungsprozess ist in der proprietären Softwareherstellung eigentlich immer nur ein Problem. Kostet Geld, dauert lang, schlecht planbar, die Leute beschweren sich hinterher über die Software. Eigentlich ist das Problem. Viel mehr Spaß macht es, Software in kleine Schachteln zu verpacken und zu verschicken und dafür Geld zu bekommen. Ja, das ist hier so der Prozess, der in einem typischen proprietären Unternehmen dazu führt, dass es Software gibt. Die Beta-Version, die testen Berichte an ein Entwicklerteam, das Entwicklerteam reproduziert die Fehler,
Dann berichtet das Entwicklerteam die Fehler an das Management und fragt, dürfen wir diesen Fehler reparieren? Das Management guckt dann in den Release-Plan dieser Software und sagt, ja, das machen wir so Februar nächstes Jahr, weil da ist Haushaltsschluss bei den ganzen öffentlichen Verwaltungen und dann können wir neue Lizenzen verkaufen, dann müssen die das schon mal einstellen, das Geld dafür. Das beheben wir jetzt noch nicht. Und das wird später dann mal ein Feature dieser Software. Da geht es also eigentlich nicht so sehr darum, dass man gute Software hat, die das tut, was sie tun soll, sondern es geht darum, dass man den Markt gut analysiert und da das Produkt platziert. Das sind so die Begriffe, die man aus der proprietären Softwareherstellung kennt. Ich höre mich jetzt sehr negativ an, was proprietäre Software angeht. Aber ich weiß ja auch, hier sind kaum Leute aus der proprietären Welt. Und außerdem kennen die mich und wissen, ich bin eigentlich ganz harmlos, aber ich komme dann mal so in Fahrt und muss dann über die Proprietären doch mich ein bisschen ärgern. Weil die haben mich in den letzten 10 Jahren auch immer geärgert und gesagt, die Open Source, das mache ich nur langhaarige Bombenleger aus der Uni und musste ich mir die Haare abschneiden und mein Studium abbrechen. Und also, ne, die haben wirklich mein Leben eingegriffen und deswegen bin ich jetzt auch ein bisschen kontrovers. Gut, jetzt gucken wir uns die rechte Seite an. Wie geht das mit Softwareentwicklung an sich? Wir haben ein Problem, das wir gerne mit Software lösen möchten und dann gibt es ein Entwicklerteam und das löst dieses Problem. Das ist der kleinste Kern einer Softwareentwicklung. Das ist das gleiche wie hier. Ja, also kann man fast wiedererkennen, das ist ein bisschen eckiger und ein bisschen komplexer, aber so funktioniert das. Und wenn ich jetzt ein Problem in dieser Software, die es dann ja gibt, finde, dann kann ich das Problem melden und dann kann eventuell derjenige, der das Softwareprojekt geschrieben hat, es auch verbessern und das, den Fehler beheben. In welchem Zeitraum, welchem Zeitrahmen liegt daran, wie schnell der Fehler gemeldet wird, wie groß das Problem ist, wie viel Zeit der Entwickler hat. Und da kommt dann vielleicht auch Geld ins Spiel, weil der Entwickler entwickelt oder löst das Problem vielleicht nur, wenn er bezahlt wird. Da kommen dann auch schon so die ersten Geschäftsmodelle ins Spiel. Das Ganze funktioniert aber nur, wenn wir eine Kommunikationsplattform haben. Und das ist das Internet. Und in Kürze ist das der Grund, warum Open Source so bis in die Mitte 90er eigentlich nicht existent war. Und dann fing das erst an, als die Leute von Open Source gesprochen haben, weil vorher ging das überhaupt nicht so richtig. Viele von Ihnen werden wahrscheinlich Windows nutzen. Wie oft aktualisiert sich da Ihr Virenscanner? Und wie oft will die Software sich aktualisieren? So alle paar Tage vielleicht? Ja? Stellen Sie sich mal vor dem Internet, ein paar von Ihnen können sich noch daran erinnern, ist noch gar nicht so lange her, da musste man dann per Post eine Diskette bekommen. Wissen Sie noch, was eine Diskette ist? Ja, vor der Diskette gab es Bänder. Das waren so wie die Videokassetten früher, bloß noch größer. Das war das Transportmedium für Software. Wenn Sie sich vorstellen, Sie wollen jetzt gemeinsam eine Software entwickeln mit 5 Leuten, die sitzen auf 5 verschiedenen Kontinenten, arbeiten an der gleichen Software und Sie müssen jedes Mal, wenn irgendwo in Code sich was ändert, so ein Tape mit Post verschicken, dann wissen Sie, dass das echt ein Problem ist. Deswegen hat das nicht funktioniert. Und seit es aber das Internet gibt und diese Kommunikation möglich ist, seitdem hat Open Source den Siegeszug angetreten und funktioniert jetzt auch wieder. Okay, also im Grunde genommen genau das Gleiche, bloß dass wir hier eine andere Lizenz haben als hier. Und das ist der springende Punkt. Es geht ausschließlich um die Lizenz. Das Geschäftsmodell unterscheidet zwischen Open Source und nicht Open Source. Und heißt nicht unbedingt, dass jetzt proprietäre Software immer schlecht ist und Open Source immer gut, beileibe nicht. Auf SourceForge gibt es, weiß ich nicht, 600.000 Open Source Projekte und ich lege die Hand dafür ins Feuer, dass 500.000 davon mindestens totaler Schrott sind und nicht funktionieren. Und rauszufinden, welches davon jetzt gut ist und welches wir verwenden können, ist gar nicht so einfach. Und einer der Gründe, warum wir die OSGEO gegründet haben, das ist das hier oben, das Logo, Your Open Source Compass. Das ist also eine Organisation, Non-Profit, die sich darum kümmert, Open Source Software Projekte in der räumlichen Datenverarbeitung zu fördern und zu unterstützen. Und wenn wir uns jetzt angucken, Open Source Business, also das Geschäftsmodell, ich werde dann immer gefragt, wie geht denn das, wenn du deine Software für umsonst hergibst, wie, womit verdienst du denn dann Geld? Das ist relativ einfach, weil sowieso nur 5-10% der Einnahmen und der Ausgaben im Softwarebereich auf Lizenzen gehen. Aber es ist so ein schön greifbarer Betrag, dass das ist, was wir nur sehen.
Die höheren Kosten sind eigentlich die Infrastruktur drumherum, erst am Laufen zu halten, zu wissen, wie es funktioniert, die Leute auszubilden und das Personal, das nicht arbeiten kann, wenn die Software mal wieder ein Problem hat. Das sind auch Kosten, die wir sehen müssen. Und im Verhältnis von Lizenzkosten und von diesen Nebenkosten sozusagen, Lizenzkosten sind nur 5%. In Asien sogar nur 0,5%, weil die klauen sich da alles. Also hier sind wir wieder, Interaction with User, Release often and iterate, improve Software. Das ist also, hier wird entwickelt, hier wird die Software entwickelt. Das ist das Bugfixing und das ist ein ewig sich drehendes Rad. Wann ist Software fertig? Software ist dann fertig, wenn der proprietäre Hersteller sagt, hier ist die neue Version. Und in Open Source ist Software nie fertig. Software stirbt vielleicht, wenn man sie nicht mehr braucht. Aber so richtig fertig ist Software nie. Das ist ein Grundprinzip und ist auch eines der Prinzipien, warum wir als Dienstleister in diesem Bereich Geld verdienen können. Nämlich, was wir machen ist, wir machen Support, wir machen Training. Wir unterhalten spezifische Distributionen. Zum Beispiel gibt es jetzt die FOSS4G-Distribution. Das ist die OSGEO Live DVD. Da sind 40, 50 Projekte inzwischen drauf mit Open Source Software. Das ist eine Distribution, hervorragend geeignet für Hochschulen und für Forschung und für Bildung, um mal alle Software, die in dem Open Source Bereich irgendwie sich hervorgetan hat, testen und verwenden zu können. Dann gibt es Implementierung. Implementierung heißt, man nimmt die Software und nimmt das Problem, bringt die zusammen, schreibt noch ein bisschen Code drumherum. Das ist so Implementierung. Consulting, Beratung, das ist das, was ich immer mache, weil ich bin kein guter Programmierer, also kann ich nur reden. Service Level Agreements, SLAs, habt ihr damit schon mal zu tun gehabt? Was ist ein SLA? Das heißt, ich reagiere innerhalb von 24 Stunden, nachdem das Problem gemeldet worden ist und liefere einen Patch für das Problem innerhalb von 48 Stunden. Oder einer Woche oder zwei Stunden, je nachdem, was es halt ist. So eine Bank, wie ihre internationalen Bankgeschäfte, hat Service Level Agreements von Minuten. Weil wenn da irgendwas nicht funktioniert, ist gleich ein Börsencrash vorprogrammiert. So ein Service Level Agreement ist also ein, wenn man gute Software hat, ist es eine Gelddruckmaschine. Wenn man schlechte Software hat, geht man darüber pleite. Aber es ist ein Vertrag, der geschlossen wird zwischen einem, der Software herstellt und einem, der Software nutzt und darauf angewiesen ist, dass sie funktioniert. Maintenance, also die Pflege von Installationen, die Pflege von Software, Updates, wenn die eingespielt werden müssen und so weiter. Und das sind alles Geschäftsmodelle rund um Open Source, mit denen Geld gemacht werden kann. Und das, der Verdienst an Lizenzen mit Open Source, der geht gerade massiv runter. Das wird immer schwieriger, mit Lizenzen, mit Lizenzkosten Software überhaupt noch Geld zu verdienen. Was ist jetzt gutes Open Source? Ich habe ja vorhin gesagt, 600.000 Projekte bei SourceForge. Gutes Open Source bedeutet, dass alle Entscheidungen, die in diesem Projekt getroffen werden, öffentlich sind. Das heißt, da ist irgendwo eine Mailingliste, ein Forum, ein Bugtracker und ein Roadmap und die Leute, die da miteinander diskutieren und reden, was machen wir in der Software demnächst, die tun das in der Öffentlichkeit. Im Idealfall kann sogar jeder das kommentieren. Beim Linux-Kernel geht das nicht mehr, weil da würden sofort 1,5 Millionen Menschen versuchen zu kommentieren. Da ist es dann eingedampft. Da braucht man dann also ein Team, das Entscheidungen trifft und die auch trifft gegen eine Minderheit, die da draußen ist und trotzdem 20.000 Leute sind. Sowas passiert dann auch. Aber trotzdem ist es noch öffentlich. Man weiß, was passiert. Man weiß tatsächlich, wie das vorwärts geht. Alle Prozesse müssen klar geregelt sein. Das heißt, wenn ein neues Release kommt, muss es Testing dafür geben, muss es Continuous Integration geben, muss es Testbuilds geben, muss es einen Vorlauf geben, bei dem eine Beta-Version rauskommt, dann muss es eine Phase geben, in der das gefestigt wird, dann wird ein Release-Cycle festgelegt und diese Prozesse müssen also alle geregelt sein. Die Eigentumsform, eine Durchsetzung monopolistischer Ansprüche verhindert und eine aktive Community dahinter steht. Also, die Eigentumsform, wem gehört dieser Code, der darf nicht die Durchsetzung monopolistischer Ansprüche unterstützen. Wenn ich ein Monopol bauen will, dann sollte ich kein Open Source nehmen, das funktioniert nicht. Weil da kann jeder das Open Source nehmen und das Monopol von hinten aufschrauben. Aber Monopole sind sowieso eigentlich keine besonders gute Idee. Ja, wenn wir gucken, Open Source macht Geschichte. Hier unten ist ein kleiner Link, Geschichtsstunde über Open Source GIS. Da sind noch ein paar lustige Bilder dabei. Ach komm, ich klicke mal gerade drauf, weil
Ich glaube, das linkt dann direkt dahin. Ja, genau. 35 Years of Open Geospatial. Eine kurze History, ist aber auf Englisch. Geh weg. So. Die ersten Rechenmaschinen in den 50ern ungefähr, dann kam auch die erste Software, die nannte man da aber noch gar nicht so. 57 war dann der erste Mensch, der gesagt hat, das, was wir da nutzen, das ist Software im Vergleich zu Hardware. Hardware ist dann die harte Ware, Software ist das, was da drauf läuft, die Seele davon sozusagen. 1980er kam der IBM-PC und der war leider ein bisschen zu früh. Wenn der rausgekommen wäre, als das Internet da war, dann hätten wir die ganzen proprietären Quatsch gar nicht erst gehabt. Dann hätte es gleich Open Source gegeben, hätte man nicht diskutiert, wäre das Thema erledigt gewesen. Aber es gab diese kurze Phase zwischen 1980 und 2000, 20 Jahre, die Bill Gates gereicht haben, um furchtbar viel Geld zu verdienen mit proprietärer Software. Und genau diese 20 Jahre, die haben uns diesen ganzen proprietären Quatsch beschert und jetzt ist es vorbei. In den 90ern kam da eben dieser Siegeszug von Microsoft auf den PC und wie haben die das geschafft? Die haben es geschafft, IBM, die ja den PC standardisiert haben, also es ermöglicht haben, dass man generische Software auf unterschiedliche Hardware verwendet. Das ist das, was IBM geschafft hat. Herzlichen Glückwunsch dafür, das war eine tolle Leistung. Und Microsoft hat es jetzt geschafft, daraus ein Monopol zu bauen. Das ist ziemlich genial, wenn man sich das mal überlegt. Weil eigentlich hätte es damals mit dem Microsoft PC 700.000 Betriebssysteme geben müssen. Weil jeder kleine Hirn anfängt, sein eigenes Betriebssystem zu bauen und Software zu bauen und so weiter. Aber es gab ja das Internet noch nicht. Man kann sich überhaupt nicht vorstellen, wie wichtig das Internet ist. Gut, das neue Jahrtausend, das war dann Open Source Reloaded, freie Softwarelizenzen und Open Source Turbo war einfach ganz klar das Internet. Und heute bezweifelt niemand mehr, dass Open Source sowieso in Zukunft das Richtige sein wird. Wer unterstützt Open Source, Wissenschaften, Forschung, Softwareentwicklung, Softwareanwender, Rechenzentrum? Google würde ohne Open Source nicht existieren. Haben Sie so ein Google-Rechenzentrum mal gesehen? Das ist so ein Blechcontainer und da sind dann Racks von Computern rechts und links. Die haben Hunderttausende von kleinen PCs. Das ist dann so eine Cloud. Und auf jedem dieser kleinen PCs läuft ein Betriebssystem. Jetzt denken Sie sich mal, die müssten für jedes dieser Betriebssysteme an Microsoft ein Betriebssystem bezahlen, eine Lizenz. Das würde einfach nicht funktionieren. Es wäre unmöglich. Google wäre ohne Open Source nicht denkbar. IBM, gleiche Kiste. IBM ist der größte Unternehmer im IT-Bereich mit 300.000 Leuten. Das ist immer noch weniger als Quelle Karstadt. Das muss man sich auch mal muss man sich mal klar machen. IT ist ein ganz unwichtiger kleiner Bereich in der Weltgeschichte. Ist vollkommen überbewertet. Ist gar nicht wichtig. Die größte Firma in der ganzen Welt hat 300.000 Leute, die mit IT arbeitet. Und wie viel Bedienstete haben wir in Deutschland in der öffentlichen Verwaltung? Würde man schätzen, so 3 bis 4 Millionen. Das ist mal eine große Firma. Und da gibt es noch größere. Wenn man nach China guckt, da ist die öffentliche Verwaltung wahrscheinlich so groß wie die gesamte Bevölkerung von Deutschland. Aber ne, so Relativität ist wichtig in dem Bereich. OSGEO und der Vosges e.V. OSGEO ist das Open Source Geospatial Foundation auf internationaler Ebene. Und in Deutschland gibt es den eingetragenen Verein Vosges, der diese Konferenz organisiert, auch den gleichen Namen hat. Und ich bitte, dass Sie alle dort Mitglied werden. Das ist ganz billig. Was kostet es im Moment? 30 Euro. 30 Euro sollte man wirklich machen. Das unterstützen, was wir hier haben. Und das ist also der Vosges e.V. Da ist man auch in der Mailingliste, kann auch neueste Informationen über Open Source bekommen. Lohnt sich wirklich, da Mitglied zu werden. Und natürlich unterstützen Sie und alle Teilnehmer dieser Konferenz auch Open Source. Nachdem ich das jetzt so lange gesagt habe, dass Open Source so toll ist, glauben Sie alle daran. Aber es gibt auch Varianten, in denen Open Source vielleicht keinen Sinn macht. Und zwar, der erste ist, wenn man die Lizenznutzungsrechte als wichtigste Einkommensgrundlage hat. Ich habe das falsch geschrieben, es tut mir leid, das sollte man nicht tun, das ist despektierlich. Also Microsoft Windows oder SAP oder ArcGIS Desktop. Das sind Geschäftsmodelle, die basieren auf dem Verkauf von Lizenzen und das kann man nicht ändern. Deswegen seien Sie Esri bitte nicht böse, wenn Esri nicht Open Source macht. Sie geben sich furchtbar Mühe,
aber die haben 4.500 Mitarbeiter und davon sind 500 Softwareentwickler. Und, ja bitte? Das ist ja noch eine schöne Darstellung für die Firma Essen. Aber wenn man es ganz genau betrachtet, hat die Firma Essen 4.000 Mitarbeiter, die arbeiten an der Verkauf der Lizenzen. Ja. Dann haben sie eine kleine Gruppe von 28 Mitarbeitern in Indien, die arbeiten als Entwickler. Ja. Ja, das ist richtig. Danke für den Einwurf. Ich denke, es sind ein bisschen mehr als 28, aber das Verhältnis ist tatsächlich so, wie bei Autodesk, die vor 6, 7 Jahren Open Source mal probiert haben und haben dann festgestellt, die können es nicht, weil tatsächlich ihre Leute Verkaufsmenschen sind, die gewöhnt sind, Pappkartons mit CDs drin zu verkaufen oder wenigstens eine E-Mail zu schicken, in der ein Lizenzschlüssel drin ist. Und die sollten jetzt plötzlich Open-Source-Dienstleistungen erbringen. Das geht nicht so von eben auf gleich. Das heißt, das Umstellen eines Unternehmens auf Open-Source, wenn es mal komplett proprietär war, dauert wahrscheinlich ziemlich lange. In meiner eigenen Firma, die damals, waren wir noch keine 10 Leute, hat es sogar ein Jahr gedauert. Ich habe ein halbes Jahr gebraucht, um von Microsoft Windows umzusteigen auf Linux. Ich bin nicht so flexibel. Der Till Adams hat mir Map-Server gezeigt. Ich dachte, das ist aber coole Software, möchte ich auch machen. Und dann habe ich festgestellt, wenn ich das machen will, dann muss ich mich damit auskennen und dann musste ich anfangen mit Linux und Linux, furchtbar, das funktioniert doch nicht. Und dann musste ich LibreOffice nehmen, weil das Microsoft Windows Office lief nicht auf meinem Linux-Rechner. Und das ist schon, tut schon ein bisschen weh, wenn man so aus der proprietären Welt kommt. Aber na, es ist halt ein Grund, wenn Open Source keinen Sinn macht, wenn man eine Vergangenheit hat, die nicht Open Source hatte. Und der andere Punkt, wenn man keinen Open Source macht, ist, wenn der Geschäftsvorteil des Unternehmens in der Software inhärent kodiert und verschlüsselt ist. Als Beispiel vielleicht Googles Suchalgorithmus, den werden die nicht Open Source stellen, weil dann könnte ja jeder die ganze Welt organisieren und sortieren und so gute Suchergebnisse liefern wie Google und damit würde Google sein Grundprinzip kaputt machen. Aber alles andere, was Google macht, zum Beispiel Tools für Softwareentwickler herzustellen und solche Dinge, das machen die alles Open Source. Das heißt, nur in diesem kleinen Kernbereich, der ganz wichtig ist für ihr Geschäftsmodell, da können sie keine Open Source machen. Oder ich habe es mal, TomToms Routing-Algorithmus ist wahrscheinlich so, dass die da so stolz drauf sind, dass die den nicht hergeben werden. Oder Oracles räumlicher Indizierungsalgorithmus. Gut, warum wird Open Source jetzt bekämpft? Ist es klar? Ja. Ne, weil man es nicht versteht, erster Grund, Ignoranz. Und zweitens, weil es die eigenen Geschäftsmodelle eventuell bedroht. Und alles, was bedroht, muss man erstmal bekämpfen. Was muss ich jetzt bei Open Source beachten? Die Einführung von Open Source ist nicht kostenfrei. Und wenn Sie mal das Video gucken, das wir jetzt von meinem Talk haben, haben Sie bis jetzt auch noch nie von mir gehört, dass Open Source billiger wäre oder dass Open Source vor allen Dingen da eingesetzt wird, wo die Leute kein Geld haben. Habe ich nie gesagt, habe ich auch in den letzten 10 Jahren nicht gesagt und tue ich auch jetzt nicht. Open Source kostet Geld. Natürlich, alles was gemacht wird, kostet Geld. Es gibt nichts umsonst. Facebook ist auch nicht umsonst. Wie bezahlen Sie Facebook? Was ist die Währung, mit der Sie Facebook bezahlen? Oder Google? Daten, personenbezogene Daten. Ihre personenbezogenen Daten sind im Web eine Währung. Und diese Währung ist furchtbar viel wert. So viel wert, dass Facebook, wie groß jetzt geschätzt wurde, Facebook ist ja ein totaler Schrott, braucht kein Mensch, völlig überflüssig, aber da sind mehrere hundert Millionen persönliche Informationen drin und das ist genau das, was Facebook wert ist. Da kommt der eigentliche Wert her. Also, Open Source ist auch nicht kostenfrei, auch das kostet Geld, wenn man seine Gewöhnungen umstellt, wenn man ein neues System einführt, kostet das genauso viel Geld wie proprietäre Software. Ich sage noch nicht mal, dass es billiger ist, wenn man einen Map-Server am Laufen hat oder einen ArcGIS-Server. Kann sein, nein, muss jeder für sich selber entscheiden, es kostet Geld. Berücksichtige die gesamte Architektur. Wenn Sie aus einer Firma kommen, die schon seit 60 Jahren am Markt ist und seit 20 Jahren Oracle verwendet und seit 15 Jahren einen Esri ArcGIS-Server hat und alles läuft auf Microsoft Windows und Sie kommen da an mit Ihrem kleinen Netbook mit Ubuntu Linux, und meinen jetzt also, die müssten da sofort umstellen auf PostgreSQL, vergessen Sie es, weil das wäre viel zu teuer. Wenn Sie aber eine neue Firma beraten, die gerade auf den Markt geht und anfängt und überlegt, kaufen wir uns jetzt den Adobe Illustrator oder holen wir uns GIMP, dann können Sie ihm empfehlen, eher GIMP zu nehmen. Das heißt, die Gesamtarchitektur
Was für Know-how habe ich in meinem Umfeld? Was gibt es da schon? Was möchte ich umsetzen mit dieser Software? Das sind Dinge, die Sie berücksichtigen sollten, wenn Sie Open Source anfangen. Es gibt tatsächlich nicht für alles gute Open Source Lösungen. Ich suche immer noch einen Editor, mit dem man PDF einfach mal aufmachen kann. Und zwar nicht nur eine Seite, sondern das gesamte Dokument, eine kleine Sache ändern und wieder schließen. Habe ich noch nicht gefunden. Ist doof, aber ist so. Wer sowas gefunden hat, bitte sagt's mir. Ich suche immer noch. Verträge mit Dienstleistern sollten Sie überprüfen, wenn Sie Open Source einführen. Sie haben vielleicht schon Dienstleister seit 15 Jahren und die sind vielleicht proprietär, aber vielleicht sind die auch nicht blöd und stellen auch gerade um auf Open Source, haben Sie Ihnen aber noch nicht gesagt, weil im Moment kann man noch viel besser damit Geld verdienen, wenn man Ihnen ständig die Lizenzen abnimmt. Reden Sie also mit den Leuten, fragen Sie die, liefern Sie Impulse, dass vielleicht auch Ihr Dienstleister sich überlegt, dass mit Open Source Geld zu verdienen ist und das nicht antikommerziell ist. Open Source ist nicht gleich Open Source, haben wir vorhin ja schon gesagt. Das Problem ist, wie bei einer Mercedes-Werkstatt, wenn ich ein Mercedes-Vertragshändler werden möchte, der Services im Namen von Mercedes durchführen darf, was muss der tun? Der kann ja nicht einfach sich ein Mercedes-Sternenschild malen und oben an die Werkstatt dran kleben. Der muss die richtigen Werkzeuge kaufen, der muss mit Mercedes einen Vertrag gemacht haben. Und erst dann wird er vielleicht irgendwann zugelassen als Mercedes-Vertragshändler. Was ist, wenn Sie eine Software schreiben und wollen die als Open Source veröffentlichen? Dann malen Sie sich ein Open Source-Schild und kleben es an Ihre Garage. Das heißt, Open Source per Definition ist kein Qualitätskriterium. Und deswegen muss man gucken, wenn man Open Source sich auswählt, wo kommt das eigentlich her, wer bedient das, wie lange gibt es das noch, was für eine Qualität steckt dahinter, wie lange gibt es das schon? Und da haben Sie hier auf der Konferenz die Möglichkeit, sich sogar mal ein paar der Dienstleister auch live anzugucken und mit denen zu sprechen. Erweitern des Know-hows der Mitarbeiter ist auch klar und Sie müssen lernen, mit anderen zu kooperieren. Das ist sehr verkürzt dargestellt. Im Agile-Projektmanagement gibt es so einen Begriff, der heißt, es ist wichtiger zu kommunizieren, als Vertragsverhandlungen zu führen. Und da glaube ich zutiefst dran. Die öffentliche Verwaltung darf da zum Teil nicht dran glauben, weil Kommunikation hat was mit Vertrauen zu tun. Vertrauen ist nicht erlaubt in der öffentlichen Verwaltung. Da geht es um Rechtssicherheit und um Ausschreibungen. Und da muss das günstigste Angebot genommen werden, günstig nach Preis oder Leistung, wie auch immer. Das heißt, es ist ein bisschen schwierig mit diesem Ansatz, aber man muss tatsächlich mit anderen Leuten lernen zu kooperieren. Es lässt sich nicht alles über Verträge erschlagen. Man kann es auch über Verträge reinmachen, aber dann verliert man so ein bisschen den positiven Aspekt von Open Source. Geht aber auch. Gut. Open Data fördert das Chaos. Open Data mache ich aber jetzt nicht in dem Detail. Es ist nur dieser dritte Bereich, der vielleicht auch wichtig ist. Wir hatten jetzt also Open Standards, wir hatten Open Source und jetzt kommt noch Open Data. Da gibt es auch noch mal ein paar nette Slides dazu. Gehe ich jetzt aber nicht weiter im Detail drauf ein, weil wir da noch in den Innovationszyklus, das ist so ein typischer Innovationszyklus, da sind wir gerade noch hier so ein bisschen am Ende von den Visionären, da an dem Ende von dem Gelben. Und da gibt es so ein kleines Loch und da fällt jetzt gerade alles Mögliche rein. Bei Open Source sind wir inzwischen schon über dieses Loch drüber weg und sind wir ungefähr hier. Das heißt, die Pragmatiker, die sind schon voll dabei. Die machen alle schon Open Source. Die Skeptiker, die sitzen noch zurückgelehnt da und gucken sich das an, wissen noch nicht so genau. Und das sind die Konservativen, die Skeptiker, die sind erst in 5 Jahren oder so dran. Aber bei Open Data, da ist noch viel zu tun. Vor allen Dingen, weil wir nicht so genau wissen, wie das auch mit Datenschutz und Privatsphäre und personenbezogenen Daten geht. Das ist ein Riesenthema. Haben wir gestern in einem kleinen Vortrag bei einer Konkurrenzveranstaltung angesprochen. Da war eine Frau, eine Rechtsanwältin, die hat über personenbezogene Daten gesprochen, ist es furchtbar. Gerade wir in der Geo-Welt, alles, was wir mit Geo machen, sobald man anfängt, da irgendwas miteinander zu verschneiden, wird alles personenbezogen. Es ist ganz schwierig, da im Datenschutzrecht überhaupt was erreichen zu können. Morgen 10 Uhr Vortrag. Morgen 10 Uhr Vortrag, wo? Im OSM-Check. Super, herzlichen Dank. Okay, und ein letztes vielleicht noch zu Open Data und Free Service, weil mir das wichtig ist. Open Data und Free Service sind verschiedene Dinge.
dieses Freemium-Geschäftsmodell, wie es zum Beispiel von Google angeboten wird, Google Maps, das ist nicht Open Data. Das ist ein Gratis-Service, wobei das Gratis in Anführungszeichen zu sehen ist, weil wir bezahlen ja mit unseren persönlichen Daten, haben wir ja heute schon gelernt. Aber das ist nicht Open Data, sondern die geben uns aufbereitete Informationen, mit denen wir vielleicht interessante Sachen machen können. Aber es ist ein Free Service. Und die Lizenz, Copyright und Nutzungsbedingungen sind da oft nicht klar. Wenn Sie sich das mal angucken, ich habe das analysiert für Google, Yahoo und Bing. Die Verträge sind zum Teil über 60 Seiten lang, wenn man sie auf DIN A4, 297 mm, ausdruckt in 12 PT, Times New Roman. Und wenn man das alles durchliest, hat man es ja noch nicht verstanden. Dann muss man es eigentlich noch mal verstehen. Also eigentlich dürfte keiner von Ihnen Facebook mitmachen, weil die Lizenzbedingungen da sind ähnlich kompliziert und wir verstehen die eigentlich gar nicht. Lizenz-, Geschäfts- und Betriebsmodelle sind oft inkompatibel. Das ist dann wo fängt kommerzielle Software an oder kommerzielle Nutzung? Was ist das überhaupt? Was ich hier mache im Moment, ist das kommerziell? Was meinen Sie? Bin ich hier, weil ich ein, ist es kommerziell, was ich hier mache? Darf ich jetzt eine Google-Karte zeigen oder nicht? Ist kommerziell? Ist nicht kommerziell. Ich kriege kein Geld dafür. Nicht direkt. Aber möglicherweise sitzen hier Leute, die mal meine Kunden werden und damit mache ich eine Werbeveranstaltung und dann ist es kommerziell. Dafür will Google eigentlich Geld haben. Das heißt, es ist nicht definierbar. Kommerziell oder nicht kommerzielle Nutzung ist meiner Ansicht nach nicht klar definierbar. Wenn man es definieren will, dann muss man einen Katalog anstellen und dann kommen da 60 Seiten bei raus, die genau sagen, was man darf und was man nicht darf. Und dann wird es halt eben kompliziert. Die Politik ist ahnungslos und trifft falsche Entscheidungen. Das kann ich nicht oft genug wiederholen. Und wir, die wir in der öffentlichen Verwaltung arbeiten, müssten eigentlich der Politik sagen, was sie tun soll. Aber in der öffentlichen Verwaltung sollen wir ja nicht der Politik sagen, was sie tun soll, sondern soll tun, was die Politik sagt, was manchmal leider nicht so gut ist. Und außerdem ist alles noch im Fluss. Gut, Terms of Service, Terms of Use, die Free Services der Portalbetreiber Google, Bing, Nokia und Co. kann zunächst gratis genutzt werden. Und jetzt gucken wir uns noch einen kleinen Videofilm an und dann bin ich auch schon fertig. Ich hoffe mal, dass der Ton von dem Notebook hier auch angeschlossen ist. Ist er angeschlossen? Aber hier ist doch bestimmt ein kleiner Lautsprecher irgendwo dran. Und wenn ich den jetzt ein bisschen, genau, noch ein bisschen lauter mache. So, das habe ich auch schon gemacht. Aber das ist so schön, das müsst ihr jetzt erleiden, dieses kleine Video. Okay, wir haben sogar die Hardware ausgetrickst. Also, die Electronic Frontier Foundation setzt sich da schon seit langer Zeit für ein. Und wenn wir das jetzt mal zusammenfassen, Open Source kommt in allen Farben und Facetten und deswegen sollten Sie beachten, verwenden Sie wirklich offene Standards, nutzen Sie bewährte Open Source Software, verstehen Sie die Lizenzbedingungen von Open Data, beachten Sie die Terms of Services und Use und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie weitere Fragen zu den Nebenwirkungen haben sollten. Hiermit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit.